Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop gibt Ihnen auch in der Kosmetik immer wieder Gelegenheit, neue Produkte von Qualitätsmarken auszuprobieren. Neu bei Coop für die gründlich-zärtliche Gesichtsreinigung gibt es jetzt Nivea Visage. Die sanfte Nivea Reinigungsmilch mit dem hautfreundlichen Eucerit reinigt gründlich und zärtlich zugleich. Nivea Visage Gesichtstonik ist mild, belebt die Haut und macht sie natürlich frisch. Denken Sie daran, das nächste Mal Ihrem Coop-Laden Nivea Visage. Und jetzt haben wir noch eine andere Kosmetikneuheit bei Coop, nämlich Claire Moment von L'Oréal. Eine Feuchtigkeitsemulsion mit Kollagen. Passen Sie jetzt gut auf. Mit Claire Moment hat die Frau in 30 Sekunden Pflege alles da, damit ihre Haut 24 Stunden frisch und geschmeidig bleibt. Claire Moment ist eine Feuchtigkeitsemulsion mit Kollagen, die sofort einzieht. Claire Moment von L'Oréal. 30 Sekunden Pflege, Feuchtigkeit für den ganzen Tag. Sie sehen, bei Coop gibt es die neuesten Kosmetikprodukte von Weltmarken. Und jetzt kommen Sie noch ein paar aktuelle Tipps über von unserer Beldam Kosmetikberaterin. So können Sie Ihren Augen noch mehr Ausdruckskraft geben. Ziehen Sie die innere Hälfte des Augenlid heller schminken als die äußere. Besonders attraktiv wirkt es auch, wenn man mit dem Beldam Lidschatten den ganzen Augenwinkel umzieht. So. Ein bisschen Beldam Creme Rouge auf die Stirne und auf die Kini umtupfen, das macht sie sofort viel frischer. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit der neuen Mode. Ganz im Trend von der Herbst- und Wintermode 82 präsentiert Ihnen Beldam Kosmetik die schönsten Farben für Ihr modisches Make-up. Aber auch für die Pflege von Ihrem Haar hat Coop für jedes Problem das richtige Produkt. Zum Beispiel Beldam Coiffure, abgestimmt auf jeden Haartyp. Der Beldam Coiffure Hairspray für normales bis trockenes Haar, gegen fettiges Haar und für eine stärkere Fixierung. Beldam Coiffure hat aber auch für jedes Haarproblem das richtige Shampoo. Und neu Beldam Baby Shampoo für die tägliche Haarwäsche. Und jetzt kommen wir noch zu den aktuellen Angeboten von Ihrem Coop-Warenhaus. Ja, und in Ihrem Coop-Warenhaus finden Sie alles unter einem Dach. Hier ist das neueste Spezialangebot aus der grossen Auswahl an Geschirr und Gläsern. Die funkelnden Kristallgläser aus der Serie Charisma geben jedem Gedeck eine besondere Note. Zum Beispiel dem dekorativen Tafelgedeck Nora aus weissem Porzellan. Es ist spülmaschinenfest. Ebenso vollendet in Form und Deko wirkt das Dessertgedeck, das dazugehört. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend miteinander. Bei Coop finden Sie für jedes Reisgericht den richtigen Reis. Für einen süßen Reisauflauf zum Beispiel nimmt man den Camolino-Reis. Das hier ist das Rezept für einen süßen Reisauflauf mit Feigenkompott. In die mit Salz aufgekochte Milch geben wir den Reis. Die 30 Minuten bei kleinem Feuer köcheln und dann abkühlen. Jetzt kommt die Soße. Aus Anke, Zucker, Weinbeere und Mandeln und ein bisschen abgeriebene Zitronenschale. Wenn der Reis mit der Soße zusammengegossen ist, dann geben wir den geschlagenen Eiweiß drunter. Nach 50 bis 60 Minuten im heißen Ofen ist er parat zum Servieren. Der süße Reisauflauf aus Camolino-Reis mit einem Kompott aus getörten Feigen. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung. Einen guten. So, das wär's gsi. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und achten Sie auf die Aktionen, die jetzt gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Floramiel Waldhonig, ausländisch, 500 Gramm statt 3,70, nur 3,10. Floramiel Bienenhonig, ausländisch, 1 Kilo statt 5 Franken, nur 4,20. Tamtamflan, 2x125 Gramm statt 1 Franken, nur 75 Rappen. Beldam Coiffure Hairspray für normal bis trockenes Haar, gegen fettiges Haar oder für eine stärkere Fixierung. Eine Dose an 310 Gramm statt 3,90, nur 2,90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Coop Crepe oder Coop Orange, 1 Liter statt 85 Rappen, nur 65 Rappen. Banane, 1 Kilo nur 1,50. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch.